So, hallo meine lieben Geschwister und Freunde, da bin ich wieder und begrüße jeden ganz herzlich hier zu meinem Ermutigungskanal. Und wir haben den 22. November 2020 und ich habe gute Nachrichten. Ermutigung, ja. Und zwar habe ich am Freitag, vorgestern, eine Predigt weitergegeben zu Olaf Latzel und dem Strafverfahren. Ja, also Pastor Olaf Latzel, der in der St. Martin-Gemeinde in Bremen tätig ist, und dem wurde vorgeworfen, dass er eben ja wohl Aussagen macht gegenüber Homosexualität. Und dann wurde von der Staatsanwaltschaft gesagt, das ist Volksverhetzung. Aber Olaf hat ganz deutlich die Bibel zitiert, ja, dass Homosexualität Sünde ist, aber Gott den Sünder liebt. Und das wurde nun am Freitag verhandelt. Und da war ein Strafmaß angegeben, wenn er verurteilt würde, von 3 Monaten Haft bis zu 5 Jahren. Und wenn man und er würde verurteilt über 2 Jahre, dann könnte das zur Bewährung ausgesetzt werden. Das stand in den Medien. Und heute habe ich gelesen, dass dieser Verhandlungstag schon sehr konkret war, indem die Staatsanwaltschaft 10.800 Euro Geldstrafe fordert. Und die Verteidigung sagt, nein, wir plädieren auf Freispruch. Ihr Lieben, das ist so eine Gebetserhörung. Und ich bin so dankbar, dass diese Predigt vorgestern ja ganz, ganz oft aufgerufen wurde. Und das zeigt mir, dass wir Christen in Einheit gehen und betend für Olaf und seine Familie eintreten. Und das ist für mich heute, diese Nachricht, die ich gelesen habe, eine riesen Gebetserhörung. Vielleicht denkst du jetzt, naja, also bei so einer Aussage, da kann man ja nicht davon ausgehen, dass irgendwie Gefängnisstrafe droht oder so. Ihr Lieben, ich war im letzten Jahr, 2019, in Deutschland, in ganz vielen Gefängnissen und habe viele Gefangene betreut und mich mit vielen Gefangenen unterhalten. Das ging los von der JVA in Bernau am Chiemsee, ja, dort war ich oft, dann München-Stadelheim, über Landshut, über Gablingen, über Stuttgart-Stammheim, und das ging dann weiter Richtung Ruhrgebiet, JVA Geldern, JVA Remscheid, Hochsicherheitstrakt Werl, bis Jugendgefängnis Herford. Überall war ich letztes Jahr. Und dann habe ich Folgendes erlebt. Vor Gericht wird noch lange nicht immer Gerechtigkeit gesprochen. Und deshalb kann ich das natürlich aufgrund dessen, was ich alles erlebt habe im letzten Jahr, in Gefängnissen, in Gesprächen mit den Gefangenen, kann ich beurteilen, was es bedeutet, dass es hier von Seiten der Staatsanwaltschaft, ja, um 10.800 Euro geht und nicht Gefängnis. Ihr Lieben, das ist so eine Freude. Ich bin so froh, weil ich mir echt alles vorstellen kann, weil ich Unglaubliches erlebt habe, ja, in den Gesprächen mit den Gefangenen. Und wir haben gebetet. Und es ist so eine Macht, wenn wir uns Christen eins machen im Gebet und beten jetzt auch weiter für unseren Bruder Olaf Latzel. Und bis nächste Woche Mittwoch, den 25. Wird das der Urteilsspruch erwartet. Und dann lasst uns beten, ja, dass wir einfach uns eins machen. Das ist so ein Geschenk, dass wir beten dürfen, dass wir Jesus Christus haben. Und wisst ihr, wir leben immer in einem geistlichen Kampf. Ja, das müssen wir uns bewusst machen.
Und heute komme ich auf ein Predigtthema, das ist mit das schwerste in der heutigen Zeit. Ich kann mir kaum ein schwierigeres Thema, Predigtthema vorstellen, als das, was jetzt kommt. Ja. Und ich habe gebetet und sage, Herr, gib mir deine Gedanken dazu. Ja. Und ich habe dieses Predigtthema überschrieben mit der Obrigkeit untertan sein oder Gott mehr vertrauen als den Menschen. Und da gibt es Spaltung bei diesen beiden Aussagen in massiver Form mittlerweile, was ich höre, in ganz Deutschland, in Gemeinden unter Christen. Und man kommt da kaum zusammen. Und mein Anliegen ist es heute, darüber zu predigen und dass Gott die Christen und Gemeinden wieder zusammenführt. Das ist mein Anliegen. Und deshalb, bevor ich jetzt starte, bete ich. Vater, ich danke dir so für diesen Verhandlungstag am Freitag und dass das jetzt so verlaufen ist. Und das mit der Geldstrafe, Herr, da bitte ich dich, dass das auch fallen gelassen wird, dass ein Freispruch kommt. Und ich danke dir, dass du alles in deinen Händen hältst und dass alles so kommt, wie du es willst. Und ich bitte dich, dass Olaf und seine Familie und die Gemeinde, dass sie Frieden erleben in dir. Ja, dass du und füllst sie aus mit deinem Frieden, deiner Ruhe und deinem Segen. Lass den Segen fließen, auch in so einer schwierigen Zeit. Und so bitte ich dich jetzt für die Predigt, Herr. Es ist ein extrem schwieriges Thema und ich bitte dich, Herr, dass du sprichst, dass wirklich so die lebendigen Worte von dir vom Himmel kommen und durch mich hindurch fließen, hin zu jedem Herz und dass dadurch Einheit geschieht. Darum bitte ich dich, Herr, lass mich einfach nur ein brauchbares Werkzeug für dich sein. Es kommt alles auf dich an. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Und so gebe ich dir die Zeit und das bete ich in Jesu kostbaren Namen. Amen. So, ihr Lieben, wir steigen ein und ich lese mal diese Bibelstellen vor, um die es geht. Und zwar lese ich Römer 13, 1 und 2. Da steht Folgendes. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Klare Worte. Ich lese weiter dazu, 1. Petrus 2, 13. 1. Petrus 2, 13. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt. So, also hier geht es, wir sollen uns der Obrigkeit und sprich der Regierung unterstellen. Und jetzt kommen die beiden anderen Bibelstellen zu der Aussage, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und da lese ich Apostelgeschichte 4, 18 bis 21. Da steht, und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch, nämlich der Obrigkeit, mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen, denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. So, das ist Apostelgeschichte 4. Und jetzt gehen wir weiter zu Apostelgeschichte 5. Denn
Petrus, Johannes und die Jünger haben nicht geschwiegen, sondern sie haben sich der Obrigkeit widersetzt und haben weiter Jesus verkündigt. Und dann kommt es wieder zu dieser Begegnung, Kapitel 5, 28 und 29. Da sagt die Obrigkeit, der Hohe Rat: Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und jetzt, ihr Lieben, ist so die große Frage: Wie gehen wir mit sowas um? Jetzt sagen die einen Christen und in den Gemeinden, das, was jetzt hier passiert, an Einschränkungen und Abstand halten und so, da müssen wir uns dran halten. Das kommt von der Obrigkeit und das steht hier. Und wir sollen der Obrigkeit untertan sein. Die anderen sagen: Moment, aber das hat alles Grenzen. Und das, was jetzt hier passiert mit Abstand und so weiter, das sehen wir ganz anders, da müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und jetzt frage ich mich, jetzt hat man so diese beiden Parteien und diese biblischen Aussagen. Und dann frage ich mich, ja, aber wie soll man die jetzt zusammenbringen? Schwierig, das ist echt schwierig. Und ich habe gebetet und habe gesagt: Herr, ich hab keine Ahnung. Ja, ich brauche deine Hilfe, ihr Lieben. Und dann kam mir ein Gedanke und ich behaupte, dieser Gedanke ist von Gott. Und zwar, das sind jetzt diese beiden Bibelstellen und das geht auseinander und es gibt Spaltung. Und jetzt muss ich diesen Kontext in der Bibel sehen, die Bibel im Zusammenhang, und frage mich, gibt es eigentlich eine Bibelstelle, die beide Parteien zusammenbringt? Und da ist die Bibelstelle, und ich kann diese Bibelstelle in einem Wort zusammenfassen. Wisst ihr wie? Das Herz. Liebe. Es geht um Liebe. Die Liebe ist das Größte, steht in der Bibel. Von Anfang an in der Bibel, im Alten Testament, ja, Jeremia: Ich habe dich je und je geliebt, sagte Gott zu Israel und auch zu dir und mir. Und im Neuen Testament, da steht in Markus 12, da steht das größte Gebot, und zwar Markus 12, 30, 31. Das größte Gebot. Was ist das größte Gebot, ihr Lieben? Und das größte Gebot ist das höchste. Und das steht über allem. Auch was diese beiden Parteien und diese Bibelstellen betrifft, die können wir da zusammenfassen. Da steht: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, all deinem Verstand. Und das zweite Gebot ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das größte und höchste Gebot. Und was bedeutet das für diese beiden Meinungen und unterschiedlichen Aussagen von Bibelstellen? Das bedeutet, ich als Christ soll, egal welche Meinung jetzt da vorherrscht und du hast, ich soll dich lieben mit deiner Meinung. Da ist der gemeinsame Nenner. Ja, ich soll diejenigen, die jetzt herkommen und sagen, ich sehe das so, ich muss einfach der Obrigkeit hören, ja, der Regierung, ja, und muss mich da unterstellen, und dann habe ich die Verantwortung als Christ, diese Menschen zu lieben und
auch entsprechend zu handeln. Dass ich sage, okay, und ich verstehe, was du sagst, ich nehme dich da ernst und du hast Angst vor Ansteckung und ich halte den Abstand und ich tue alles, damit es dir gut geht. Das ist Liebe zum Nächsten. Und genauso komme ich aber her und sage, diejenigen, die jetzt sagen, das sehe ich aber nicht so und ich kann so nicht leben. Und dann kommt zum Beispiel ein Bruder, Schwester, ja, kommt zu mir und sagt, Menne, pass mal auf, du weißt ganz genau, ich bin alleine. Ich bin ganz alleine. Ich habe niemanden. Und ich will mit dir persönlich reden und nicht hier über Video, ja, die mir deine Predigt anhören. Ich will dich persönlich haben, ein persönliches Gespräch haben, ja, und ich möchte dich auch umarmen, ja. Und dann sagen die anderen, Moment, erstens, ihr sollt das nicht, sagt die Regierung, und zum anderen, ihr steckt euch an, ihr könnt euch anstecken. Und dann sagt Bruder oder Schwester, Moment, ich entscheide über meinen Körper und ich nehme auch das Risiko auf mich, aber ich will umarmen. Und Männer, das kannst du mir nicht verweigern. Ja, so. Ja, und was tue ich? Ich sage, ich habe damit überhaupt kein Problem, ja, und ich nehme das Risiko auch auf mich, ja, und das ist eine Sache, die ich für mich entscheiden muss, ja, und deshalb sage ich, ich gehorche da Gott mehr als den Menschen, als der Regierung, komm her, ich umarm dich. Was sagt die Bibel dazu? Was führt die Bibel dazu weiter aus? Das ist so wichtig, dass wir das sehen. Ihr Lieben, manche in der Arche, die sagen, du bist mein Hirte und du sollst mich umarmen. Ja. Und mit dem Hirten, das ist sehr, sehr biblisch, weil es gibt immer wieder Bibelstellen, wo deutlich wird, ja, da ist der Hirte und das sind die Schäflein, ja. Und da gibt es so diese bekannteste Bibelstelle, nämlich Psalm 23. Was steht da? Da steht eine ganz persönliche Beziehung. Da steht das größte Gebot, ja. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, ja, mit all deinem Sein, mit all deiner Kraft, mit all deinem Herzen, Seele, Denken, mit allem, ja. Und im Psalm 23, da heißt es, der Herr ist mein Hirte, ganz persönlich, ja. Mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Und die ganzen Ausführungen des Psalm 23 sagen aus, dass er sich um sein Schäfchen individuell kümmert. Und da haben wir die Basis, größte Gebot, ich soll Gott lieben von ganzem Herzen, mit all meinem Sein, und Gott liebt mich und sieht mich persönlich. Und dann geht es aber weiter zum Nächsten, dass es nämlich viele Bibelstellen gibt, die besagen, ihr geht in einer Herde, ihr geht zusammen, ihr seid nicht alleine. Ihr sollt zusammen den Weg gehen. Und es gibt ganz, ganz viele Bibelstellen, die über Gemeinschaft und Einheit reden, ja. Und dann gebe ich euch mal, was den Hirten und Schafe betrifft, gebe ich euch mal zwei Bibelstellen weiter. Und zwar die erste Bibelstelle, die haben wir in Johannes 10, 27. Johannes 10, 27, da steht, meine Schafe hören meine Stimme, und sie kennen mich und folgen mir. Hier steht nicht mein Schaf, sondern hier steht, meine Schafe kennen meine Stimme. Mehrzahl. Wir gehören zusammen. Und dann gibt es eine weitere Bibelstelle, die ich euch weitergeben möchte. Und zwar Lukas 15, 4 bis 7. Lukas 15, 4 bis 7. Da steht Folgendes.
Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und hier haben wir es wieder. Hier sagt Jesus, wisst ihr was, wenn ein Schaf und verlässt die Herde, ja, dann gehe ich hinterher. Und was ich bisher immer überlesen habe, aber jetzt in der heutigen Zeit und bei der heutigen Dynamik mir bewusst wurde, ist, hier steht, dass er das Schaf holt und auf die Schulter gibt und zurückgeht mit Freude. Ja, also da ist Körperkontakt. Übertragen auf die heutige Situation ist mir das sehr wichtig, ja, dass hier nicht steht, ja, und er ging mit dem Schaf dann wieder hier irgendwie auf Abstand zurück, sondern er nahm sein Schäfchen und gab es auf die Schulter, ja, und trug es mit Freude zurück. Und dann heißt es, und es wird Freude sein über ein Schäfchen, bei einem Sünder, Menschen, der Buße tut. Ja. Und was sagte Jesus, kurz bevor er in den Himmel fuhr? Was sagte er? Ja, geht hinaus in die Welt und macht zu Jüngern. Ja. Und da kann ich dieses Video nutzen, aber wenn hier Menschen zum Glauben kommen, die brauchen mich. Da geht es nicht nur über Video und online, ja, sondern die Menschen, die Jesus jetzt finden, ja, die brauchen Kontakt, die brauchen vor Ort Menschen. Das ist so lebensnotwendig, ja, wir brauchen uns. Einsamkeit tötet, habe ich in den letzten Videos auch weitergegeben, ja, hört euch das nochmal an. Die letzten Videos, ja, wo ich das nochmal so weitergegeben habe, was es bedeutet, wenn Menschen einsam sind und dass Menschen wirklich wegen Einsamkeit, weil das Immunsystem runterfährt und dann bist du anfälliger für Krankheiten und wenn du alt bist, ja, dann hast du ganz schnell Herzinfarkt und Lungenentzündung und weiß ich was und stirbst. Und die Ursache war Einsamkeit, ja. Und deshalb ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir uns bewusst machen, wie gehen wir jetzt so damit um, mit diesen beiden Aussagen? Und es ist die Liebe zum Nächsten. Und in diesem Zusammenhang gebe ich euch ein Erlebnis weiter. Das hatte ich in 2018. Da war die Silvia. Und die Silvia ging auch in die Arche. Und die Silvia wurde in 2018 sehr krank. Und dann rief sie mich an und sie war schon sehr abgemagert, sehr schwach. Und dann rief sie mich an und sagte, Menne, nächste Woche, da kommen meine Eltern aus dem Sauerland, meine Schwester mit Schwager, die kommen aus dem Oberbergischen und meine Tochter kommt aus Würzburg, die studiert da und mein Sohn kommt aus Hamburg. Und dann möchte ich doch, dass du dazukommst und dann hätte ich gerne, dass du dich über verschiedene Dinge mit allen unterhältst. Und dann bin ich dahin, zu dem vereinbarten Termin. Und dann habe ich mich unterhalten mit denen, so wie Silvias Wunsch war, was ich da ansprechen sollte. Und dann habe ich mich mit ihr alleine unterhalten und dann lag sie da. Und während wir uns unterhielten, ging es ihr wieder schlecht und sie würgte und plötzlich musste sie sich übergeben. Und dann kam etwas, ihr Lieben. Ich sehe, wenn ich das jetzt hier sage und gebe euch es euch weiter, sehe ich ihre Augen. Sie hatte sich gerade übergeben, ihr ging es so schlecht.
und ihre Augen strahlten mich an und sie sagte, Menne, ich bin so dankbar, dass du mit mir den Weg gehst. Und ich ging zu ihr, habe sie umarmt und sie hat tief durchgeatmet und gesagt, das tut mir so gut. Und jetzt frage ich dich, ganz persönlich, ich weiß nicht, welche Haltung du jetzt hast zu diesen beiden Aussagen, ob du der Regierung untertan bist, oder aber du sagst, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und der Regierung. Ich frage dich, was würde Jesus tun? Und aus dem Zusammenhang heraus, was ich jetzt gepredigt habe mit dem Hirten und den Schafen und dem größten Gebot, wo wir nicht drüber diskutieren dürfen, hätte Jesus gesagt, Männer, pass auf, das sind jetzt drei Haushalte, verschieden in diesem Haus, ja, die kommen aus verschiedensten Regionen in Deutschland, du darfst dieses Haus jetzt so nicht betreten. Und Männer, du darfst die Silvia auf keinen Fall umarmen, du könntest sie anstecken. Würde Jesus das sagen? Wenn ich mir den ganzen Kontext ansehe, ja, dann bin ich davon überzeugt, vom Biblischen her, dass Jesus sagt, gut gemacht, mein treuer Knecht. Das glaube ich. Und wenn du an Silvias Stelle wärst, und würdest du dann wollen, dass ich nicht besuche? Würdest du wollen, dass ich dich nicht umarme in diesen Stunden? Wisst ihr, sie kam kurze Zeit später nach Marburg ans Uniklinikum auf die Palliativstation. Ich habe sie besuchen können. Ich habe sie umarmen können. Ich habe ihr Gottes Wort weitergeben können. Ich habe beten können. Und dann starb sie im September und ich habe sie beerdigt. Und die Familienangehörigen und die Freunden und Verwandtschaft, alle durften da sein und Abschied nehmen von Silvia. Und all das ist heute nicht möglich in diesem Rahmen. Ja, ich käme heute nicht auf die Palliativstation. Und wir könnten die Beerdigung nicht so gestalten. Aber das, was ich darf, von Gott her mir möglich ist, das ist, dass ich und gehe und besuche diese Menschen, die einsam sind und die krank sind und die den Wunsch haben nach Nähe und einfach, dass ich Anteil nehme als Hirte für meine anvertrauten Schäfchen. Und da ist doch ganz klar, dass ich sage, das sehe ich auf den Herrn und das lasse ich mir von der Regierung nicht verbieten. Ihr Lieben, und da komme ich abschließend zu einer Thematik. Und zwar, ihr kennt ja sicherlich Open Doors. Ja? Und die, das ist eine Organisation, die setzen sich ein für verfolgte Christen, ja, in der ganzen Welt. Und ich habe schon in der Jugendzeit gebetet, Herr, sei du bei den Menschen, bei den Missionaren und bei den Christen, schütze sie. Warum sollen sie geschützt werden? Weil sie Jesus Christus weitergeben, weil sie heimlich die Bibel lesen, weil sie Gott mehr gehorchen als den Menschen. Deshalb habe ich schon in der Jugendzeit gebetet und sage, Herr, sei du bei ihnen. Ja? Ich habe welche gekannt, die haben so einen Transporter sich geholt, haben ganz viele Bibeln versteckt im Transporter und dann haben wir gebetet, dass
dass sie dort über die Grenze kommen, ja, und man die Bibel nicht findet. So haben wir gebetet, ja, also gegen im Prinzip, ja, das, was die Obrigkeit denn an Sanktionen da bringen kann, und dass sie eben diese Bibel finden und dass die beschlagnahmt werden und dass die Menschen nicht die Bibel bekommen, ja. Versteht ihr? Also es war doch immer so. Das war für mich normal, ja, dass ich herkomme und bete für die. Und dann, wenn du und bist Missionar in Afrika, ja, da gibt es Malaria, ja. Was für eine Gefahr, dass du dich da ansteckst, ja. Da gibt es Cholera-Epidemien, ja. Und du kannst dich anstecken, verstehst du? Das war doch schon immer so. Und wir haben in Deutschland gebetet und haben gesagt, Herr, sei du bei den Christen, sei du bei den Missionaren, bewahre sie vor Ansteckung und. Und jetzt sind wir betroffen, ihr Lieben. Jetzt sind wir betroffen. Jetzt kommen diese Maßnahmen, die Einschränkungen immer mehr nach Deutschland. Und wir Christen sollen uns lieben und in Einheit gehen. Und wie sieht die Einheit aus? Wie kann das sein? Ich bete jetzt, durch diese Predigt, die Menschen zusammengeführt werden, dass diejenigen, die sagen, ich habe aber Angst vor Ansteckung und ich muss der Regierung gehorchen, da bete ich, dass ich jetzt nicht meine Meinung, sondern die Meinung der Bibel und die Bibelstellen weitergegeben habe, so dass diese Menschen, die Angst haben, die der Regierung bisher ja gehorchten, ja. Und das sollen wir ja tun grundsätzlich, ja, wenn es nicht der Bibel widerspricht. Ja, also ich sage mal so, am Finanzamt vorbei arbeiten und so weiter, ja, das ist doch vollkommen klar, ja, dass wir uns da unterordnen, dass es kein Argument ist, was ich immer wieder höre, dass auch Christen sagen, weißt du was, du kommst als Selbstständiger zu nichts, wenn du nicht am Finanzamt vorbei arbeitest. Das sehe ich ganz anders, ja. Das Geld kommt von Gott und nicht, dass ich da irgendwelche Tricks und illegalen Dinge machen muss, ja, da müssen wir der Obrigkeit untertan sein, ja, und müssen da wirklich uns der Regierung beugen. Aber hier sagt die Bibel ganz klar, Leute, lasst euch nicht auseinander dividieren und geht den Weg zusammen und habt doch keine Angst vor Krankheit, ja, sondern ich bin derjenige, der alles in deinen Händen hält, sagt Jesus Christus, ja. Ich bin immer da und ich weiß genau, wann du stirbst. Ist dir das klar? Jesus Christus weiß genau, wann ich sterbe. Ja? Ob ich gleich hier einen Herzinfarkt bekomme und ich liege hier und bin tot oder aber ich werde 80 oder wie auch immer. Ja? Er weiß es und er kennt dein Leben und du wirst nicht an einem Virus sterben oder weiß ich was, sondern du wirst sterben, weil Jesus Christus sagt, so, jetzt ist es soweit. Ja? Und er hält dein Leben in deinen Händen. Und dann wirst du irgendein Virus haben oder einen Herzinfarkt oder weiß ich was, ja? Wirst du an irgendeiner Krankheit oder Unfall oder an irgendwas sterben, was er aber in seinen Händen hält. Und wir dürfen ihm vertrauen. Und das ist so eine Freude, ja? Und deshalb bete ich, dass jetzt jeder, der diese Predigt hört, versteht, ja, wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Wir reden hier von dem größten und höchsten Gebot. Ja, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit all deinem Sein. Und er gibt die Liebe in dich, ja, 1. Johannes 4, 7. Die Liebe kommt von Gott. Gott gibt die Liebe in dich. Und da ist diese individuelle Beziehung und diese Liebe von Gott und die in dir ist, die gibst du weiter an deinen Nächsten und an beide Parteien. Ja? Und deshalb kann ich beide jetzt lieben. Ja? Und mein Appell geht jetzt eben von der Bibel her dahin, dass ich sage, lasst uns zusammenkommen und nicht auseinander dividieren, wie bei diesen Missionaren und Christen, die verfolgt werden. Die werden verfolgt, weil sie der Regierung nicht hören an dieser Stelle und die Bibel lesen und so Bibel lesen, zusammenkommen und gemeinsam den Weg gehen. Ja? Auf alle Gefahren hin, ob man sich da anstecken kann, ob man ins Gefängnis, ins Straflager geht oder wie auch immer. Geschätzt,
Laut Schätzungen sind in Nordkorea aktuell 70.000 Christen in Straflagern. Und dann kannst du ja kommen und sagen, siehste, da kriege ich doch Schiss, ey. Ja, was ist das? Und Jesus sagt, vertraust du mir? Und ich bin bei jedem Einzelnen von den 70.000. Ja? Für dich ist 70.000 eine Zahl. Ja? Ich kenne jeden Einzelnen. Und ich weiß, die sind im Straflager. Aber ich bin bei ihnen. Ja? Tag und Nacht. Jede Sekunde. Und ich gehe mit ihnen den Weg dadurch. Und deren Leben liegt in den Händen von Jesus Christus. Und mein Leben liegt in den Händen von Jesus Christus. Und wenn Jesus möchte, dass ich hier aufgrund dessen, was ich hier predige und weitergebe, ja, und ich komme ins Gefängnis, ja, und ich habe immer Stadelheim besucht in München und dann komme ich eben direkt da rein, ja. Ich kenne das da, wie das da aussieht. Und die Zellen 8 Quadratmeter, ja. Und dann komme ich rein, ja. Aber dann, wenn es passiert, dann ist es der Wille von Jesus Christus, ja. Und dann muss ich keine Angst haben. Dann sage ich, ja, jetzt das, was ich immer von Paulus lese und Petrus und so, ja, jetzt bin ich dran. Und wisst ihr, ich sehe auf meinen Herrn und ich sehe nicht auf Menschen und ich lasse mir keine Angst machen, wenn es darum geht, klares Evangelium zu verkünden und ich werde treu den Weg gehen, indem ich auf Jesus sehe, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Und er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und er ist bei mir, ja, alle Tage bis ans Ende der Welt. Und auf ihn sehe ich. Und da bin ich geborgen. Ich weiß nicht, was morgen ist, was übermorgen ist. Aber eins weiß ich, ich habe die Sicherheit in ihm. Und da ist mein Gebetsanliegen, ja, dass wir zusammenkommen in Einheit. Und dass wir gemeinsam beten und die Menschen, die Angst haben, ja, vor Ansteckung und so weiter, ja. Ich nehme das alles ernst, ja. Und wenn Menschen herkommen und sagen, nein, auch wenn hier die Predigt, ja, und gebe die Bibel weiter, aber ich mache das nicht, ich komme nicht zu irgendwelchen Gottesdiensten, ich bleibe schön auf Distanz und gehe den Weg online, ja. Dann segne ich diese Menschen und ich liebe sie. Nur sage ich, die anderen, die jetzt herkommen und sagen, nein, ich brauche Gemeinschaft und ich möchte die Nähe. Und das, was hier in der Bibel steht, ja, dass wir zusammen den Weg gehen sollen als Schäfchen und all das, was ich jetzt hier aufgezeigt habe, ja, das möchte ich auch leben, dann lebt es. Und dann gibt es tatsächlich Situationen, wo man nicht zusammenkommt, ja. Auch das ist dann so. Das hat es aber in der Bibel auch immer wieder gegeben, ja. Dass Jesus eine Predigt hielt und da waren die 12 Jünger, engste Kreis und viele Jünger, die mitgegangen sind, ja. Und dann haben die vielen Menschen, die Jünger gesagt, die Jesus nachgefolgt sind, die Rede ist mir zu hart. Das will ich nicht. Und sind gegangen. Und Jesus sagt, zu den 12 wollt ihr auch gehen. Und dann kommt das Entscheidende, dass Petrus sagte, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du und nur du hast Worte ewigen Lebens. Und das gebe ich hier weiter, dass wir gemeinsam den Weg gehen. Und ich bitte euch, dass wenn da irgendwelche in Deutschland Menschen sind, die sagen, ich möchte einen Gebetskreis gründen, überkonfessionell, ja, und ich möchte genau den Weg gehen, dass wir zusammen sind, dass wir uns in Häuser treffen, dass wir füreinander da sind, miteinander den Weg gehen und auch zusammenlegen, dass niemand Not leiden muss, ja, dann meldet euch bitte, dass ich das auch von hier aus koordinieren kann, wenn Menschen sich melden, dass ich sage, da ist jemand, der hat einen Gebetskreis und du wohnst in der Nähe, da kannst du hin. Und dass wir auch uns hier über diesen Ermutigungskanal eins machen. Und das ist fantastisch. Ja, ihr Lieben, und so bete ich, dass wirklich jetzt die Herzen von einem jeden angesprochen wird von Jesus Christus, vom Heiligen Geist.
Und dass durch diese Predigt hier und diese biblischen Wahrheiten, die ich hier weitergegeben habe, es zu mehr Einheit kommt. Und so bitte ich um den Segen unseres Herrn. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gib und erhalte uns seinen tiefen Frieden. Amen. Und so, ihr Lieben, wünsche ich euch einen ganz gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest zum nächsten Video. Und wenn du und hast noch nicht abonniert, dann kannst du das hier gerne tun und die Glocke aktivieren. Und dann bekommst du sofort die nächste Predigt weitergegeben. Und so wünsche ich euch allen Segen. Es geht nicht. Soll ich weiter predigen? Es geht nicht, ja. Ich probiere es nochmal, ja, und verabschiede mich. Ja, es geht nicht. Was ist das, ja? Jetzt gehe ich mal. Das ist witzig. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, warum es geht, ob die Batterie alle ist. Ich versuche es jetzt mal hier direkt.